Willkommen, willkommen. Wir sind hier in Berlin und haben ein neues, schönes Smartphone in der Hand. Und zwar von Sharp, das weltweit erste Smartphone mit einem 120-Hertz-Bildschirm. Ich zeige euch gleich, was es ganz genau heißt. Zuerst schauen wir uns die technischen Daten allerdings an, denn wir haben hier natürlich ein 5,3 Zoll hochauflösendes WQHD-Display mit 2560x1440 Pixel, wie auch bei den anderen High-End-Geräten, die man ja heutzutage auf dem Markt hat. Wir haben hier verschiedene Farben. Ich habe mir jetzt das Rote in die Hand genommen, beziehungsweise schaut ein bisschen auch orangig aus, weil das zu Sharp einfach ganz gut passt. Das gibt es dann natürlich auch noch in Schwarz, in Weiß und in anderen Farben, die zum Beispiel einem sehr schönen Blau dann auch ab dem Marktstart nächstes Jahr erst, leider in 2018 erst, dann auch in Deutschland zu kaufen, denn Sharp kehrt zurück nach Deutschland und hier seht ihr gerade das blaue Modell, sieht auch sehr schick aus, hier mit einem Qualcomm Snapdragon 835 Prozessor, also dem schnellsten Prozessor, den es aktuell auf dem Markt gibt, 22,6 Megapixel Kamera, ich erzähle euch gleich, wieso die Kamera auch noch besonders ist und natürlich kann man den Speicher erweitern, hier die SIM-Karte einfügen, Kopfhörer natürlich standardmäßig benutzen, auch hier haben wir wieder ein wasserfestes Handy, wie ja bei den meisten Geräten heutzutage schon verfügbar. Und dann heute natürlich auch noch ein USB-C-Anschluss unten sowie Lautsprecher, Mikrofon, alles hier mit dabei bei dem Sharp Aquos. Ja, mit natürlich IGZO-Technologie bei dem Display, gleich nochmal mehr dazu. Hier nochmal die Kamera mit natürlich dem Blitzlicht und vorne zeige ich euch auch gleich, wie die Selfie-Kamera ausschaut. Aber zuerst gibt es natürlich ein paar Demos dafür, dass ich euch zeigen kann, wie zum Beispiel früher hier mit 60 Hertz oder aktuell auf dem normalen Bildschirm mit 60 Hertz, wie ihr sehen könnt, zum Beispiel unser Finger getrackt wird und auf der rechten Seite mit 120 Hertz seht ihr natürlich, dass das Ganze viel, viel, viel schneller läuft und so dann zum Beispiel auf dem neuen iPad kennen wir das auch schon, einfach mehr Spaß macht und man sich auch schnell dran gewöhnt. Genauso, wenn wir zum Beispiel eine Webseite haben, die ihr sehen könnt, beim Scrollen lädt natürlich nicht alles dann schneller, sondern es sieht einfach besser aus und man kann viel gemütlicher und schonender wahrscheinlich auch für die Augen dann Inhalte lesen und konsumieren. So, dann gibt es natürlich noch ein paar andere Demos, zum Beispiel, wenn wir eine Kamera, in der Kamera ein Foto schießen, das funktioniert jetzt auch schon, ich zeige es euch gleich, können wir hier mit einem einfachen Knopfdruck ein ungerades Bild gerade stellen, dann wird ein bisschen rangezoomt, die Software erkennt die Linien und probiert das Ganze dann gerade zu stellen. Ich zeige es euch gleich im Album. Hier haben wir natürlich zum Beispiel ein paar Aufnahmen und wie ihr sehen könnt, bei ein paar haben wir auch die Option, diese entsprechend gerade einzustellen. Hier zum Beispiel oben seht ihr, hier haben wir den Strich, der ist nicht ganz gerade und wenn wir jetzt das Ganze mal umdrehen, ein bisschen größer für euch machen auf dem 5,3 Zoll Bildschirm, haben wir oben hier eine kleine Taste und wenn ich die hier drücke, dann rechnet er das um von ungerade auf gerade. So, hier seht ihr den Unterschied. So wäre es dann die gerade Version und so die ungerade. Also zoomt auf jeden Fall ein bisschen ran, schneidet ein bisschen was aus, aber natürlich kann das ganz praktisch sein. Gut, was gibt es hier noch zu erzählen? Natürlich haben wir ansonsten die Standard-Android-Oberfläche hier mit 7.1 installiert. Wir sehen können, alles läuft super schnell dank 4 GB RAM und es fühlt sich echt genial an, auf einem 120-Hertz-Display zu arbeiten. Es ist einfach eine ganz andere Experience und ich freue mich schon auf natürlich mehr Produkte, die so eine Art Bildschirm nächstes Jahr verbaut bekommen. Schauen wir uns mal ganz kurz die Kameraqualität an. Wenn wir schon 22 Megapixel haben, seht ihr auch natürlich hier Reaktion super schnell und wir haben auch in technische Daten, wenn wir uns anschauen, gerade nur 17 Megapixel zwar ausgewählt, aber wir können auch im 4:3-Modus 23 Megapixel auswählen, eigentlich 22,6. Und natürlich im Videoformat auch 4K auswählen, wenn wir das möchten oder brauchen. Gut, wir haben auch eine Videostabilisierung, aber natürlich ist sie elektronisch. Und genau die erste Kamera, die vordere Kamera, demonstriere ich euch auch ganz schnell. Und dann sind wir auch schon hier fertig mit dem wunderschönen neuen Sharp. Ihr seht es auch im Hintergrund. Aquos Air Smartphone, das wie gesagt nächstes Jahr auf den Markt kommen wird, zu einem noch unbekannten Preis. Aber auf jeden Fall freue ich mich schon auf den Deutschlandstart von neuen Sharp-Geräten hier von der IFA 2017, wenn ihr dazu geschaut habt. Mein Name ist Balázs Gál und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für viele weitere interessante Videos.